Ich stecke gerade aktiv in dem neuen Kunstwerk für meine Wohnung. Denn ich möchte ja die Deko in meiner Wohnung zum größten Teil selber machen. Und dafür male ich jetzt gerade aktuell eine Hand. Um genau zu sein, eine Skeletthand. Und damit das Ganze ein bisschen realistischer wird, habe ich mir einfach verschiedene Schwarztöne bzw. Grautöne angemischt. Und die relativ stark mit Wasser verdünnt, denn so lassen sie sich super einfach mit dem Finger vertupfen. Und dadurch schafft man die Illusion von Schatten und Highlights. Denn die Bilder, die ich auf Leinwand male, sollen sich auf jeden Fall von den Anime-Paintings abheben, die auf der anderen Seite meiner Wohnung hängen. Zum Schluss habe ich dann alles nochmal ein bisschen ausgebessert. Das ist jetzt auf jeden Fall schon mal die Hand, aber da fehlt auf jeden Fall noch was. Also kommt wieder für den nächsten Part.